ich nur hab. Ich glaube nicht alles, was du machen willst. Aber ja, kein Bock mehr. Nee, da habe ich das lieber Profi machen. Die bösen Tasten heute. Ah, Tokio! Auch wenn wir gleich voll auf die Fresse bekommen. Was ist jetzt schon? Lenkt ab, Kinas, lenkt ab. Ich will nur plündern. Daneben, Lappen, tschüss. War nur ein 100er. Mist. Ich stehe so dicht dran und... Okay. Ist auch noch ein... What? Der will wirklich was von mir? Kann ich hier irgendwo anders rein? Nee. Ja. Autsch! Gehst du weg? Piss dich! Lass mich in Ruhe! Könnten wir jetzt mal bitte... Hallo? Aufbrechen! Du sollst ihn nicht tragen, du Idiot! Ach, Eivor! Sag mal! Echt nicht wahr. Ja, aber du bist ein Idiot. Gebt er den Typen auf? Frisierung und Tätowieren. Nimm die Axt und schneid mir eine Glatze. Will man nur plündern, will er nur noch da oben die Kiste und dann will ich wieder mich abholen. Dann verdrücken, weil dann habe ich 200. Und tschüss. Ja, was ist denn das für eine Sichtweise? Ob ich betrunken wäre oder was? Nee, ich hatte ja eben, war ja eben gerade auch nüchtern. Deswegen verstehe ich nicht, was das auf einmal soll. Schlag ihn mit seinem Schwert. Hier war was drinne. So. Und dann da oben. Nimmst du wohl mal die Pfeile? Das haben wir bitte aufbrechen. Wo ist gut? Zwei Kisten sogar. Ja, bekommst du doch, Mann.
Auf zu heulen. Okay, wir wollen jetzt nicht raffgierig werden. Das hat jetzt relativ gut geklappt. Genau, wir sind fertig. Wir hauen ab. Das. Ich hab das, was wir brauchen. Rückzug! Strategischer Rückzug. Ja, genau, statt. Kann ich hier jetzt porten oder ist das jetzt gerade... Nein, ich kann porten. So, jetzt machen wir das Viehhöfchen. So. Wollen wir endlich mal richtig feiern gehen? Party People! So, wo war jetzt der Viehhof? Ja, irgendwo hier. Kartenmacher, nee. Nicht der Kartenmacher. Lag der doch noch ein bisschen dahinter? Hä? Getreidehof? Irgendwo war der doch. Ach, jetzt hier wird mir wieder nichts angezeigt, weil er wieder zu hoch ist. Ich habe den Viehhof entdeckt. Arriba, arriba, andale, andale. Wollen wir den bauen? Oh, das gibt sogar plus 3 Fernkampfschaden. Krass. Nur weil ich einen Viehhof baue, oder was? Da. Rede mit Winfried. Ich sagte doch Vorsicht. Sagte ich nicht Vorsicht? Winfried, Bertam, ihr scheint nicht gerade in Feierlaune zu sein. Ich habe Wut im Bauch. Mein törichter Sohn hat das Vieh laufen lassen, das für das Festmahl vorgesehen war. Einfach freigelassen. Freigelassen? Wieso? Würdest du mir glauben, wenn ich sage, weil ich ein einsamer Wolf bin, der auf Regeln pfeift? Boah, ich hör dir gleich so auf die Fresse. Würdest du mir glauben, dass ich sie ein letztes Mal zum Grasen an den Fluss brachte und mich eine Kuh so seltsam angesehen hat, dass ich Angst bekam? Das glaube ich sofort. Willst du, dass ich sie zurückhole? Nimm Bertha mit. Vielleicht kannst du ihn vor den furchteinflößenden Rindviechern beschützen. Oh, muss ich schon wieder auf den Welpen aufpassen? Na gut. Wo warst du, als die Kuh dich erschreckt hat? Jenseits des Flusses, dort entlang. Jana, willst du nicht auf ihn aufpassen? Aber dieser Blick. Ich dachte,
sie würde mir etwas antun. Ja, es ist eine Vampirkuh. Hundertprozentig. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, die Angst zu überwinden, die du angeblich nicht hast. Willst du mal nicht so sein? Okay, ich schicke ihn dir dann gleich mal rüber. Sie können noch nicht weit sein. Gut. Nehmen wir die Fährte auf. Weißt schon, dass ich mit diesem Prinzenbübchen da klarkommen muss. Schönen, leite mich. Da ist eine. Sollen wir daraus eine Jagd machen? Fleisch gesammelt, 0 von 4. Das Schlachten. Es gibt frisches Fleisch für das Fest. Na gut. Aber ich möchte nicht zu nah ran. Wollen die jetzt sein? Kuh. Eine Kuh. Und deine erste Unterrichtsstunde. Na gut. Soll ich sie jetzt erliegen? Yep. Wow. Was siehst du da oben, Sünen? Eine Kühe jagen. Wow. Wenn ich ihn umbringe und ihn ein paar Einzelteile zerschlage, dann kriegt das auch keiner mehr. Da ist die nächste Kuh. Tralalalala. Oder in die Richtung. Ey, oder kannst du ruhig weiterlaufen? Weiß nicht, Ava ist auch so ein cooler Name, so wie von Eloy. Killerhörnchen gesehen. Killerhörnchen! Wo ist Adler? Friss ihn! Ich verstehe, dass es Überwindung kostet. Selbst zahme Tiere besitzen beachtliche Kraft. Deshalb müssen wir ihnen Respekt erweisen. Selbst wenn wir sie schlachten und essen. Ich werfe dir deine Angst nicht vor. Danke. Doch ich werfe es mir selbst vor. Ich komme mir töricht vor. Bertam, erzähl mir mehr von Maida. Du scheinst sehr angetan von ihr. Oh ja, sie ist eine bemerkenswerte. Mann, was ist denn da draußen los? Und sie ist eine ausgezeichnete Jägerin. Sie ist so mutig, geschickt, stark. Zeig mir, was vor uns liegt. Oh ja, sie ist eine bemerkenswerte Frau. Bringt mich immer zum Lachen. Und sie ist eine ausgezeichnete. Gewaltigen Mist. Mit dem Bogen umzugehen. Der Pfeil war ein Meisterschuss. Zieh sie zurück. Atme. Oh, wo war die andere Kuh? Ich hoffe, es stört dich nicht so sehr, dass du dich heute um mich kümmern. Spähe für mich in die Ferne, Sünen. Ich hoffe, es stört dich nicht so sehr, dass du dich heute um mich kümmern und hinter mir herräumen musst. Eigentlich ist es einer der entspanntesten Tage, die ich in letzter Zeit hatte. War mit schon. Dem Bogen umzugehen. Der Pfeil ruht auf der Sehne. Kran? Zieh sie zurück. Sogar der mit Kran, dann ist wirklich Kacke am Dampfen. Und lass los. Wow. Hier klingt etwas Herausforderndes zu leid. Gemacht. Ja, auch die letzte. Bertam. Die hat gerade in den Kopf eingezogen. Hast du das gesehen, Eivor? Mann, das war aber richtig Kack am Dampfen.
Achso, du hast drauf geschossen. Respekt, Kleiner. Ich konnte es erst nicht glauben. Nicht schlecht, Kuhverschreckter. Du hast deinen Feind überwunden. Bitte mal. Danke, what the fuck? Oh, dieser Teil ist schwieriger, als ich dachte. Meider wird nicht glauben, dass ich das war. Mutter auch nicht. Piana, hast du schon wieder ein Feuerchen gelegt? Bertram, hattest du wirklich Angst vor einer Kuh? Das scheint so unwahrscheinlich für einen Bauernjungen. Naja. Mann. Oh Mann, die fangen gerade alles auf. Junge, oh, wieso bewegst du dich denn nicht? Beweg deinen fetten Arsch hierher! Wenn ich dir verrate, was wirklich passiert ist, sagst du es dann weiter? Aber nein. Es hat mit Maida zu tun. Nein, das war Noctis. Ich würde wohl bei dem Versuch mindestens den Wald in Brand stecken. Daran ist nichts auszusetzen. Es ist schrecklich. Wer will süß sein? Ich wäre lieber tapfer und männlich. Ich dachte, wenn ich die Tiere laufen lasse, könnte ich sie selbst jagen und ihr zeigen, dass ich ein guter Ernährer bin. Und stark. Dann nahm ich meinen Bogen und die Kuh sah mich an. Und ich bekam Angst. Der Teil war also nicht komplett gelogen. Es ist nichts Schlechtes daran, ein gutes Herz zu haben. Sicher mag Maida dich gerade, weil du ein gütiger junger Mann bist. Nicht trotzdem. Ich danke dir. Und hoffe, du hast recht. Dennoch, habe vor, damit anzugeben. Wenigstens ein bisschen. Ich habe mich nie getraut, Maida danach zu fragen. Aber tun dir die Tiere jemals leid? Dass du ihnen so wehtun musst? Es ist nicht meine Absicht, sie leiden zu lassen. Ich ziele auf das Herz, damit sie schnell sterben. Ich kann mir kaum vorstellen, je so geschickt zu sein. Maida ist genauso. Ein Schuss, Hase tot. Ganz schnell. Oh, wenn du da runterspringst. Ich wollte mir keine nassen Füße holen. Oh, dann schwimm nur, Alter, du bist doch runtergesprungen. Gedacht, der Prinz hier aus dem Spiel ist schon scheiße. Der toppt gerade alles. Die Ratten, der Fisch hat dich brutal angeguckt. Grüße, Eivor. Bertram, hast du es geschafft, dich nicht zu verletzen? Winfried, darf ich vorstellen, dein Sohn, Bertram, der Bestientöter. Der Bestientöter? Wow. Du hättest mich da draußen sehen sollen, Mutter. Ich war der Bogenbroger. Aber jetzt muss ich los. Los? Wohin? Ich will es Maida zeigen, solange das Blut noch frisch ist. Wir sehen uns beim Fest. Nun, ich danke dir. Was du auch getan hast, ich freue mich darüber. Ach, der ist jetzt bei der Jewel als Gegner zur Verfügung. So. Yo, den Bengel, den hau ich auf die Fresse. Ah. Das wird so richtig gut tun. Rede mit Zecher Alvin. Alvin in die Chatmans. Achtung, Kais und fertig. Bringst du mir da etwas? Nein, ich bring dir gar nichts. Eivor, hast du Werk gesehen? Nein, Petra.
Die Alte kann einen auf die Nüsse gehen, ey. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? Ey, wo ist hier? Den Göttern sei Dank. Und der ist immer noch Hacke. Auch wenn sie uns wohl verlassen haben. Ich muss dir leider sagen, dass Thekla fort ist. Was? Ist sie etwa tot? Nein, nein, nein. Sie hat etwas zu erledigen und ihrem Lehrling die Verantwortung übertragen. Er hat das angerichtet. Wer ist dieser Lehrling? Ein Kerl namens Aki. Er wird wissen, was hier geschehen ist. Du musst ihn finden. Ich? Warum nicht du? Irgendwer muss hier aufräumen. Außerdem bin ich erschreckend besoffen. Geh du lieber. Oh Mann. Nein. Der ist denn auch noch dahin? Aber du musst nur so betrunken sein. So wie Pegeltrinker. Oh, mein Großcousin konnte was vertragen, du. Ich weiß, was los ist. Niki ist schuld. Weil er nicht da ist. Was sollte das jetzt, Rentier? Strecke deine Flügel, Sühnen. Okay, weiter geradeaus. Das muss Aki sein. Trinker sind anscheinend nicht die besten Fährtenleser. Nicht damit durchkommen. Sie werden vor meinem Namen erzittern. Ja, sie werden erzittern. Vor deiner Fahne. Sind sie ja. Da unten. Aber wo sind die Fässer? Du da. Bist du Aki? Wer fragt das? Erkennst du mich nicht? Ich bin ein Freund Teklas. Und ich will wissen, warum du ihre Brauerei so zugerichtet hast. Nimm das zurück. Nie würde ich so etwas tun. Das waren diese sächsischen Räuber. Ich werde jeden einzelnen von ihnen erledigen. Räuber. In Hefnatorp. Sie schienen ganz freundlich. Ich lud sie ein, Teklas neues Gebräu zu kosten. Wir begannen zu trinken und als nächstes wache ich auf und die Fässer sind fort. Nun, da du hier bist, beide sind können wir Suftkopf das gemeinsam was? Aufklären. Mit unseren Fäusten. Du hast also Räuber abgefüllt und sie haben sich wie Räuber verhalten und nun suchst du Streit? Mann, ist der kuschelig. Okay, du bist nicht in der Verfassung. Soll ich dir seine Nummer geben? Soll ich dir zeigen, in welcher Verfassung ich bin? Dann siehst du, wie ein Brauer kämpft. Nimm die Fäuste runter. Wir können zurück in die Brauerei gehen, bis du nüchtern bist. Genug geredet. Komm schon her. Usa! Bist du dieses... Ach, Junge. Ich werde der größte Braumeister sein, den es je... Na komm. Hör auf zu schwanken. Stimmt, das kann ich ja nicht blockieren. Du bist betrunken. Und selbst nach den Maßstäben unseres Clans nicht mehr kampftauglich. Und
ungerecht. Ich war nicht bereit. Grüß dich, Niki. Und? Wie war's? Zurück, Aki. Ich kam über das Meer, um von einem Braumeister zu lernen. Thekla vertraute mir ihr bestes Ale an. Und ich habe es verloren. Wenn du wüsstest, wie sie sich anfühlt, die Angst, das Vertrauen deines Vorbilds zu verlieren, wärst du nicht so leichtfertig. Ich schlage dir einen Handel vor. Wir holen die Fässer zurück. Aber das übernehme ich. Du wartest am Boot. Du hast genug gekämpft. Nun gut. Die Räuber werden sie haben. Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Unter uns, du solltest etwas an deiner Linken arbeiten. Ich kann dir auch gleich in die Eier treten. Niki, wie läuft denn das derzeit bei euch eigentlich ab, ne, wegen Corona? Ich finde das geheime Gebräu. Sieh mal nach, Sühnen. Ach, da hinten ist so ein komischer Spinner. Den ich sofort angreifen würde. Da war schon bei den Schlüsseltypen. Also sitzen eigentlich die ganze Messe da und chillen und zum Schluss gehen wir wieder raus. Wäre eigentlich nicht krass. Das ist mal eine krasse Nummer, Niki. Alize hat geknüppelt. Ah, und gegen Soul. Ja, ist ja nicht schwer. Ist nichts Besonderes. Boah, jetzt kam auch noch der Baum dazwischen. Also dann haben sie das Elf versteckt. Stirb, du Lappen! Ich spieß dich auf! Also dann haben sie das Elf versteckt. Der kann mich sehen, obwohl er hinter... Achso, nee, der guckte mich doch an. Bumm. Bumm. Ja, nicht gerade die stärksten Junge. Eva! Diese Fässer würde ich überall erkennen. Sie ist wahrlich eine Meisterin. Muss ich das auch noch Fässer tragen? Zurück zu Akis Boot. Wo ist er? Geht von hinten ran! Von hinten? Kleine perverse Ratte. Oh, ich habe keine Feinde mehr. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Oh nein, sie haben mich entdeckt. Ich fürchte um mein Leben. Haltet mich nicht auf. Ich bin gefährlich. Oh. Was für eine Plünderaktion. Hey, da ist jemand dabei in Not.
Ja, ja. Helf dir doch. Mann, bin ich sozial. Wo ist denn das Fass hin? Doch hier abgestellt. Es ist genau die gleiche Scheiße wie gestern. Jetzt ist es ja wieder. Boah, ernsthaft? Ja, es ist definitiv zurückgeploppt. Boah, könnte ich ja schon wieder kotzen, deswegen. Nebenbei noch looten. Und dieses blöde Fass ab. Ob ich das an so einem Pferd festmachen kann. Nö. Das Porten kann ich dann definitiv nicht. Wir laufen zum Wasser, unser Langboot. Füchse. Ich soll. Du musst das nicht hierher bringen. Okay. Guck mal, du Lappen. Niklas Ale ist sicher. Ich danke dir. Du bist heldenhaft selbst unter Helden. Eine letzte Bitte hätte ich noch. Bitte lass uns das unter uns behalten. Das lässt sich machen. Ich habe ein paar dieser Julmarken von Norwid. Die gebe ich dir gerne als Bezahlung für deine Mühen. Behalt die Dinger. Vielleicht kannst du sie gegen Kampfunterricht eintauschen. Gegner bei Julschlägerei verfügbar. Oh, cool, sogar der Braumeister schon. Ja. So. Julschlägerei? Nein. Bewege das Ziel. Wieso muss ich eigentlich mit den allen sprechen? Ja, komm. Porti, Porti. Porti, Horti.